Liebe Leute, ich bin heute unterwegs mit dem Opel Grandland X. Das ist der erste Plug-in-Hybrid von Opel. Sind solche Fahrzeuge wirklich sinnvoll? Das finden wir heute heraus. Das Auto ist ziemlich schwer. Also ein Wunderschiff ist es nicht. Man muss bei jeder Gelegenheit wieder am Strom anschließen. SUV sind nicht immer für Offroad-Gelände gemacht. Ideal ist es für kurze Strecke und rein elektrische Antrieb. Wie ihr mich kennt, gefühllos voll am Gas, dann ist die Reichweite innerhalb 20 Kilometer einfach weg. Der Opel Grandland ist kein Leichtgewicht. Er wiegt 1875 Kilogramm. Der Preis für unseren Testwagen ist 49.900 Franken. Dafür bekommt man einen Kompakt-SUV, der nur 2,2 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen soll. Das ist ein extrem tiefer Wert, auf den Cindy später noch eingeht. Zuerst etwas zu den verschiedenen Herzen des Kompakt-SUV. Hier vorne unter der Motorhaube habe ich einen 1,6 Vierzylinder Turbomotor mit 200 PS. Dann hier vorne auf die Vorderachse habe ich einen Elektromotor mit 110 PS. Dann gehen wir nach hinten. Hier auf der Hinterachse habe ich wieder einen Elektromotor mit 113 PS. Das heißt, allgemein habe ich eine Leistung von 423 PS. Das ist krass, das ist gut, aber leider so einfach ist es nicht. Bei Hybriden kann man nicht einfach die Leistung zusammenzählen. Das System verteilt die Auslastung so effizient wie möglich auf alle Motoren. Maximal leistet der SUV bis zu 300 PS. Natürlich hängt es davon ab, in welchem der vier Fahrmodi Cindy fährt. Am effizientesten ist der Electric-Modus. Opel sagt, du kannst 59 Kilometer Reichweite fahren rein elektrisch. Bei uns mit voller Ladung waren wir nur bei 40 Kilometer Reichweite. Das reicht zum Beispiel, zu der Arbeit zu fahren. Aber mit nur einer Bedingung. Du musst bei jeder Gelegenheit wieder am Strom anschließen, sonst wird knapp. Und nur so kannst du Benzin sparen. Um den Verbrauch möglichst niedrig zu halten, hilft Cindy diese Funktion. Das finde ich noch sehr cool. Wenn ich sehen möchte, welcher Motor ist gerade am Laufen, habe ich hier auf meinem Bildschirm einfach die Anzeige und es zeigt mir einfach, welcher Motor ist gerade benötigt. Beide Motor, ein Motor und es leuchtet einfach in der Farbe. Es ist nicht Neues, aber ich finde es immer cool, das zu sehen. Und vielleicht da bist du auch ein bisschen sparsam unterwegs. Also für mich, für meine Gewisse, sehe ich schon mehr, wenn ich das anschaue, als wenn ich einfach auf meinen Fuß höre. Großer Unterschied für mich. Damit die Batterieleistung nicht so knapp wird, hat sich der Hersteller etwas ausgedacht für den Fall, dass man wie Cindy mal zu heftig aufs Gaspedal drückt. Ich fahre jetzt rein Elektro, man hört nichts. Es leuchtet auch grün auf meinem Bildschirm, das heißt, mein Elektromotor funktioniert, das treibt mich an. Und jetzt, wie ihr mich kennt, gefühllos voll am Gas. Ihr hört, der Motor ist sehr laut, mein 1,6 Liter Motor. Und das wechselt automatisch auf dem Hybrid-Modus. Also es bleibt nicht im Elektromodus, es geht automatisch wieder im Hybrid-Modus an. Da hast du keine Wahl. Ja, und das ist klar, es wechselt auf dem Hybrid-Modus, weil du willst einfach die Reichweite sparen. Und wenn du zu viel am Gas gehst, dann ist die Reichweite innerhalb 20 Kilometer einfach weg. Also mit mir auf jeden Fall. Einer der großen Vorteile des Hybrids, seine Variabilität. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsmodus, Sportmodus. Natürlich wähle ich schnell aus. So, man merkt sofort, die Gasannahme ist viel schneller, das ist krass. Und das ist so jetzt, alle Motoren sind eingeschaltet. Das heißt, meine zwei Elektromotoren plus mein Benzinermotor laufen gleichzeitig, also treiben gleichzeitig an. Das heißt, ich habe hier volle Leistung. Ich schalte kurz an. Auf Papier steht 6,1 Sekunden.
Jetzt gebe ich Gas. Oh ja, das beschleunigt aber wirklich schnell. 80? Das ist krass. Über 1800 Kilo und trotzdem so eine Beschleunigung wie ein Golf GTI, das finde ich wirklich super. Also man kann trotzdem ein bisschen Spaß haben und Emotionen haben, auch mit einem Plug-in-Hybrid. Nicht schlecht. Das ist mir schon klar. Sparsam unterwegs mit diesem Fahrmodus, also Sportmodus, bin ich nicht. Es läuft alles auf hohe Touren. Das heißt, meine Batterie werden schnell leer, wenn ich immer so viel Gas gebe. Und zweitens, das Verbrauch von meinem Verbrennungsmotor geht auch ziemlich hoch. Ein Modus gibt es noch, das ist der Allradmodus. Und dafür suche ich mich zuerst jetzt einen geeigneten Platz. Während Cindy auf der Suche ist, schauen wir uns mal die Konkurrenz an. Hauptkonkurrent ist der PSA-Zwilling von Peugeot, der 3008. Technisch ist er mit dem Opel praktisch identisch und wird sogar in der gleichen Fabrik gebaut. Die größten Unterschiede? Er sieht anders aus und hat ein voll digitales Instrumentendisplay. 59.000 Franken kostet ein voll ausgestatteter Peugeot. Beim Kia Niro ist alles eine Nummer kleiner. Der 1,6 Liter Hybrid hat eine Systemleistung von 141 PS und ist mit 1651 Kilo deutlich leichter als der Opel. Der Sprint auf 100 Stundenkilometer dauert mit 10,8 Sekunden fast doppelt so lang. Dafür ist er aber auch 5000 Franken günstiger. Der Kia hat aber nur Frontantrieb. Der Opel hingegen hat Allrad. Es ist aber kein klassischer Allrad, bei dem der Benziner alle vier Räder antreiben kann. Der Opel verteilt die Aufgaben. Der Verbrennungsmotor treibt die vordere, der Elektromotor die hintere Achse an. Der Nachteil ist natürlich jetzt, wenn ich keine Batterie mehr habe, dann fahre ich einfach rein von Trimbleur und ich habe kein Allrad mehr. Es ist eigentlich hier ein SUV, das heißt, ich sollte eigentlich diese kleine steile Berge hier schaffen im Feld. Aber man weiß, SUV sind nicht immer für Offroad-Gelände gemacht. Das hat schon ein bisschen Löcher. Es ist auch wirklich nass, ich muss sagen. Ich bleibe stehen. Ja, ich bleibe stecken. Ich bin nicht zu viel drin. Meine Räder hinter drin durch. Sieht nicht gut aus. Auf Risiko gehe ich nicht, es ist nicht Ziel der Sache. Ich denke, wenn Leute so ein SUV kaufen, wollen sie nicht unbedingt Offroad fahren. An die Grenzen kommt der Opel zu einem großen Teil durch die Reifen, die für den Asphalt und eben nicht fürs Gelände optimiert sind. Von der Offroad-Strecke wieder zurück auf die Straße. Der Grandland X ist nicht der erste Hybrid der Marke. Bereits 2009 gab es mit dem Ampera ein Auto mit dieser Technik, das Opel Elektrofahrzeug mit Reichweitenverlängerung nannte. Hier im Bild der baugleiche Chevrolet Volt. Der Nachfolger 2016 war dann aber ein richtiges Elektroauto. Da der Ampera E immer noch auf Technik vom ehemaligen Eigentümer General Motors baut, ist er in Europa nur noch in ausgewählten Ländern erhältlich und wird höchstwahrscheinlich keinen Nachfolger bekommen. Das ist schade, denn der Ampera E war seiner Zeit voraus. Er hatte bereits vor 4 Jahren eine Reichweite von 380 Kilometer und lud die Batterie durch Rekuperation auf. Rekuperation kennt man eigentlich alle von E-Autos. Bei dem Auto hier stimmt das auch, aber ein bisschen anders. Ich habe hier Schaltwippe und man kann eigentlich mit Schaltwippe die Rekuperationsstufe einstellen. Bei dem Auto hier, das ist ganz normale Schaltwippe. Wenn ich in D fahre, kann ich einfach meinen Gang hoch und runter schalten. Ich habe aber hier auf meinem Schalthebel eine B-Position. Jetzt wechsle ich hier auf B. Und jetzt, ich habe diese Rekuperation eingestellt. Das heißt, wenn ich weg von Gas gehe, dann rekuperiert das Auto beim Verzögern und ladet automatisch meine Batterie ein. Aber ein ganz One-Pedal-Drive ist das nicht, weil ich nämlich nie zu komplett Stillstand komme. Das heißt, wenn ich jetzt weg von Gas, natürlich ist es verzögert, aber um richtig zu anhalten, dann muss ich doch auf die Bremsen gehen. Und deswegen ist das ein One-Pedal-Drive einfach nicht.
Trotzdem können so die Batterien geladen werden und somit verbraucht man auch weniger Benzin. Ganz so, wie es der Hersteller angibt, ist es aber auch bei diesem Test nicht. Opel sagt hier ein Verbrauch von 2,2 Liter. Das ist wirklich sehr wenig. Und das würden wir eventuell schaffen, wenn wir diese 59 Kilometer rein Elektro zur Verfügung hätten. Das benutzen, also 100% diese 59 Kilometer Reichweite nutzen und dann zusätzlich die 41 Kilometer mit dem Verbrennungsmotor fahren, würden wir auf 100 Kilometer kommen und da würden wir eventuell näher an diesen Wert kommen. Aber du musst es wirklich nur 100 Kilometer fahren und dann wieder laden und dann würde es stimmen. Bei unserem Test, wie wir jetzt gefahren sind, die verschiedenen Modus, ein bisschen mehr Gas geben, ein bisschen weniger, sind wir durchschnittlich auf 6 Liter gekommen. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das Auto ist ziemlich schwer. Man muss nicht vergessen, wir haben Batterie an Bord. Und deswegen 6 Liter finde ich ganz vernünftig. Kofferraum. Elektrisch, die Klappe, das ist schön. Dann sieht man, da unten gibt es eine Ablagefläche für Kabel und andere Sachen. Das finde ich sehr praktisch. Der Kofferraum ist 390 Liter. Für mich, das heißt nichts, deswegen, ich sitze mich einfach rein. Dann könnt ihr vielleicht besser sehen, wie groß der Kofferraum ist. Also ein Wunderschiff ist es nicht. Ich muss einfach sagen, es ist ein kompakter SUV, deswegen bleibt er hier auch ein kompakter Kofferraum. So. Ich bin wirklich faul. Ich mache nichts mehr. Jetzt kommen wir zum Rückbank. Also wenn ich jetzt da runterklappe, sieht man einfach leider, das ist nicht gerade, das ist ein bisschen schräg nach oben. Und das ist, weil unten im Rückbank gibt es alle Batterie für diese Plug-in-Hybrid. Und das nimmt natürlich Platz hier unten. Im Vergleich zum Beispiel zu dem normalen Modell von dem Grandland verliere ich hier 120 Liter nur deswegen. Ist der Opel Grandland X Hybrid 4 sinnvoll? Ja, aber nicht für jeden. Wenn man so ein Auto kauft, muss man bei jeder Gelegenheit am Strom anschließen, denn nur so bist du sparsam unterwegs. Im Gegensatz zum Benziner schleppt man hier mit dem Auto 400 Kilo mehr, wegen der Akku, aber auch wegen der zwei Elektromotoren. Das heißt, du musst dich so vorstellen, wenn die Akku leer sind, schleppst du dich so wie ein Anhänger zusätzlich, obwohl er nicht gebraucht ist. Das ist extrem viel Gewicht. Ideal ist es für kurze Strecke und rein elektrische Antrieb. Dies gilt nicht nur für den Opel, sondern für allgemeine Plug-in-Hybrids.